Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Let's Plays. Heute möchte ich euch bereits am Dienstag begrüßen. Ja, und wie ihr seht, ich war ein bisschen shoppen. Ich habe uns für unseren GT die Plattform geholt und den Milchanhänger, damit wir die Milch von der Weide holen können. Ja, denn heute möchte ich die Verkaufs Folge mit euch machen und wenn denn noch Zeit ist, vielleicht schon die Milch in die Käserei bringen. Das ist erstmal so der Plan für heute. Ja, und ach, die Tasten. Meine Tastatur macht mir fertig. Ah. So, ja, Wochenende natürlich schon wieder vorbei. War zu kurz. Bis gestern ging ja die Abstimmung. Ihr habt auch fleißig abgestimmt. Hat mich riesig gefreut, dass ihr da so dran teilgenommen habt an der kleinen Umfrage. Denn ihr habt entschieden, das Fanprojekt bleibt nicht weiter auf der Niederbayern. Wir werden ab diesen Samstag umziehen auf die Talbach. Entschuldigt, der ist frisch. Ja, es war eigentlich ziemlich eindeutig das Ergebnis. 88% haben für Talbach gestimmt. Ich habe da auch schon ein bisschen was vorbereitet. Ein bisschen was technikmäßig. Denn es ist ja Fanprojekt und ja, muss natürlich Fan auf dem Hof. Aber ich habe auch noch so viel. Also ich habe jetzt nicht alles gekauft. Ein bisschen was müssen wir uns natürlich auch noch erarbeiten. Aber dazu dann am Samstag mehr. Ich muss mal sehen, ob ich das dann wieder als Dings einstelle. Als Highlight. Als Premiere. So. Mir fehlte gerade das Wort. So. Lassen wir den einmal da stehen. Ja, muss ich mal sehen, ob denn Samstag 17 Uhr Premiere kommt. Aber ich denke mal. So, das hätten wir schon mal. So, den stellen wir erstmal hier an der Seite hin. Den brauchen wir ja noch. Wir wollen ja schließlich auch unsere Eier verkaufen. Und die Wolleballen. Habe ich hier gar nicht Motor ausgemacht. Vieh und. Nee, dann nicht. Vieh- und Futterhandel. Genau, immer noch Vieh- und Futterhandel. Lock wollte ich jetzt nicht, aber danke. So, dann wollen wir mal zum Vieh- und Futterhandel fahren. Schon mal ein bisschen Geld verdienen. Ja, Premiere am Samstag 17 Uhr auf der Talbach. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr da auch wieder so fleißig mit dabei seid.
Was mir aber aufgefallen ist, die Kurzvideos, die ich jetzt so zwischendrin mal reinschmeiße. Ja. Die kommen irgendwie so gar nicht gut bei euch an. Wahrscheinlich, weil da nicht mein Gequatsche mit drauf ist. Haben zwar hier und da ein paar Aufrufe, aber doch nicht so viel wie eine komplette Let's Play-Folge. Ja, ich denke mal, ich habe da noch so ein paar Aufnahmen. Entweder ich schneide die zusammen und quatsche da ein bisschen drüber. Oder weiß ich nicht, was ich mit den Aufnahmen da mache. Muss ich mal sehen. Auf alle Fälle fangen wir jetzt erstmal Raps verkaufen. Und dann noch Wolle und Eier verkaufen. Das ist so erstmal das Hauptziel für heute. Ja, dann gibt es natürlich noch eine Neuigkeit. Ui, was ist denn hier passiert? KI-Verkehr wieder Unfall gebaut. Ja, gut, ich muss da jetzt aber vorbei. Typisch scheint's wieder. Ja, es gibt natürlich noch eine Neuigkeit zu verkünden. Und zwar, wir haben nach langer Zeit haben wir die 800 geknackt. Zum Zeitpunkt der Aufnahme sind wir bei 806. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Und ich freue mich natürlich auf jeden einzelnen von euch, der mit dabei ist. Und ja, mich freut es nach wie vor immer noch, dass die Projekte so gut ankommen bei euch. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Und ja, mal sehen, wie es weitergeht. Natürlich auch noch ein herzliches Willkommen an alle Neuen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr zu uns gefunden habt. Und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr bleibt. Und wenn ich euch das ein oder andere Mal in den Kommentaren lese. So, wir holen jetzt erstmal die nächste Fuhre Raps. So, hat sich jetzt der Stau hier aufgelöst oder nicht? Nicht wirklich. Okay, ich fahre mal hier seitlich dran vorbei. Ja, scheint zu der KI-Verkehr. Denn, ja, wirklich helfen kann ich KI-Verkehr eh nicht. Aber so fahren wir einfach mal vorbei. So.
So. So, das dazu. Ja, langsam müssen wir auch schon wieder die Vorbereitung für den Winter treffen. In der nächsten Folge hatte ich mir überlegt, dass wir dann halt unsere Tiere versorgen. Haben ja schon ein paar Stück am Hof. Gucken, was die so alle brauchen. Futter, Wasser, Stroh. Na, mal sehen. Lassen wir uns mal überraschen, was sie alles haben wollen. Erstmal müssen wir ja ein bisschen Geld reinscheffeln. Dass wir nicht auch noch hier einen Unfall verursachen. Das können wir nämlich gar nicht gebrauchen. Ich weiß gar nicht, wie viel Raps wir noch im Lager haben. Ich glaube, da müssen wir noch zweimal fahren. Ja, 10.500 auf alle Fälle. Können wir da noch zweimal fahren? Aber wir haben ja Zeit. So. Mal gucken, ob sich jetzt der Stau da unten schon aufgelöst hat. Oder ob sie immer noch stehen. Wie es aussieht. So, heute soll es auch noch regnen. Ja gut, das soll uns aber nicht stören. Wir können ja auch zur Not, je nachdem, wann es anfängt, die Plane zumachen auf dem Hänger. Das sollte dann auch gehen.
So, da sind wir ja schon wieder fast da. So, mal gucken, wie hier die Ecke nun aussieht. Sieht so aus, als hätte sich der Stau aufgelöst. War ja Abschleppdienst mal ziemlich fix. Ah, hier ist wieder alles frei. Sehr schön. So. Da sind wir auch schon. Ah, 10.000. Ist okay. So, dann holen wir mal die letzten 2.500 Liter und verkaufen die auch noch. Der MF könnte auch mal eine dringend eine Wäsche vertragen, sieht schon ganz schön keimig aus. Na, mal gucken, wie wir es am besten machen. Erstmal zurück zum Hof kommen. So sind wir ja fast schon wieder zurück.
So, da sind wir auch zurück. So, ich würde aber sagen, die 2.500 Liter bringe ich jetzt alleine weg. Für euch soll es das erstmal gewesen sein. Ich möchte mich bedanken, dass ihr mit dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch ein Däumchen, Abo oder Kommentar da. Und mich würde es auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Dienstagnachmittag. Tschüss!